Sie sitzen alle bereit. Jeder hat Lockenstab und Glätteisen. Was hast du da alles so bei dir drin? Ja, eine Bürste, eine Schere, Haarlack, Klemmen, ganz viele Klemmen. Ja. Also, Julia, dein Plan heute war ja, die sind ja alle jetzt hier nur auf einer Seite gestylt. Ne? Du hast jetzt ein bisschen mehr noch mit denen vor. Erzähl mal. Ganz genau. Also, wir wollen... Hallo erstmal zusammen! Hallo Koblenz! Hey. Hallo Altstadt! Wir wollen heute ein wenig neue Trends und neue Looks zeigen. Daher habe ich natürlich mein Team mitgebracht oder ein Teil des Teams und natürlich ganz hübsche Mädels, ganz hübsche Modelle. Wir haben natürlich schon mal einen Teil vorbereitet, um dem Publikum einfach zu zeigen, was heutzutage alles möglich ist, was machbar ist, was schnell geht, hübsch ausschaut. Und daher werden wir dann gleich auch schon mit unserer Arbeit beginnen und werden den restlichen Parts teilen. Alle, die ein bisschen näher kommen wollen und sich das anschauen wollen, dann gerne. Ja, also wir beißen hier nicht. Ihr könnt euch das richtig ganz anschauen. Genau. Und ein bisschen näher kommen, ganz genau Fragen stellen. Von mir aus auch selber schon mal so einen Lockenstab oder Glätteisen in die Hand nehmen. Und dann werde ich zwischendurch noch ein bisschen was dazu erzählen. Alles klar. Ich muss jetzt mal eine Sache fragen, und zwar, was sind das hier für Locken jetzt genau? Das ist gekreppt oder wie ist das? Ganz genau. Das ist im Moment ein absoluter Trend. Das Crepe ist ein Trend. Ja, Crepe ist ein Trend, genau. Ja, die gekreppten Haare, die kann man wirklich überall einbauen. Ob jetzt im langen Haar, im kurzen Haar, als ein Styling für den Abend, als ein Brautstyling. Ganz, ganz toll, der ganze... Vintage-Look ist ja im Moment auch sehr, sehr stark angesagt. Da kann man natürlich entweder die kompletten Haare oder so einzelne Elemente mit einbauen. Mhm. Und ist auch so ein bisschen 90er-Look, oder? Ja, ganz genau. Die 90er kommen auch wieder, natürlich in einer etwas veränderten Form. Und unsere Aufgabe ist es einfach, die ganzen Trends, die stattfinden, aufzunehmen und letztendlich ja, unseren Kunden beizubringen und die so darzustellen, dass die dann halt eben auch tragbar werden. Was würdest du sagen, sind die Koblenzer schon ganz gut so, was den Trend angeht? Ja, oder? Unbedingt. Absolut, Koblenz oder? Ist voll im Trend. Na ja, klar. Sehr gut. Also dann brauchen sie nur noch eure Tipps und dann geht's los, würde ich sagen. Und jetzt reden wir auch nicht mehr länger drum rum. Ich würde sagen, du haust jetzt hier mal rein, was die Glätteisen und Lockenstäbe angeht. Mit wem fängst du an oder läuft das hier parallel? Das läuft parallel. Also wir fangen gemeinsam an, so dass wir diese Looks auch zeigen können. Und ich werde dann ja zwischendurch noch mein Team mit einbeziehen. Sie werden dann auch noch mal ein paar Sätze dazu sagen und... Alles klar. Dann brauchst du noch ein bisschen Motivation vom Publikum? Was würdest ja. du sagen? Ich würde sagen, nochmal einen donnernden Applaus für die Haarmanufaktur. Danke.